Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider. Hallo und willkommen zurück, Manari. Hallo, hallo. Die Kim wieder mit dabei und gibt mir wertvolle Tipps. Was würde ich ohne sie machen? Ich glaube nicht weit kommen hier. Ich gehe mal wieder rein. So, ich hatte gerade festgestellt, dass da drüben man was anzünden könnte, wenn man jetzt eine brennende Fackel hätte. Da unten kann ich. Ach so. Das Glück liegt so nah. Dann hole ich mir doch hier Feuer. Ich überlege gerade, wo mir das ausgegangen war gerade. Oder in der letzten Folge, sagen wir mal so. Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Das kann ich dir auch nicht mehr Auf sagen. jeden Fall war sie weg. Die Fackel. Kommst du da überhaupt dran? Ja, eben. Sehe ich jetzt nämlich auch gerade. Ich dachte, ich mache hier irgendwie einen beherzten Sprung, aber da ist nichts mit Sprung. Oh! Mein kleines Herz. Mein kleines Herz. So. Ist ja eigentlich hier unten irgendwas? Naja, lassen wir uns mal nicht ablenken. So, da draußen ist das. Dann muss ich doch einfach nur. Wir machen jetzt zwar wieder Rückschritte gerade. Aber das will ich noch. Oh? War ich hier doch nicht? Guck mal, hier gibt es noch Bergungsgut. 15 Stück. Na gut. Da muss ich raus. Okay, da wollte ich vorhin nicht rüberspringen. Ich sag schon wieder vorhin in der vorigen Folge. Aber das lässt mir keine Ruhe da drüben, ehrlich gesagt. Das da oben, meinst du? Ja. Ja, da kommst du hin, aber ich meine, das ist erst später. Das sieht aus wie eine Glocke. Mal läuten. Nee. Bim. Bimmelt nicht. So, hä? Sag mal. Das hängt da einfach frei? Wie komme ich denn da ran? Noch Verrückt. nicht. Schon wieder noch nicht? Ach, immer dieses noch nicht. Noch nicht ist doof. Mit einem Bogen und einer kleinen Handfeuerwaffe kommst du wohl noch nicht so weit. Okay, muss ich einsehen. Gut, also dann machen wir jetzt nochmal den Schritt da hoch. So, hier war das auch nicht mit der Fackel. Hier behalte ich sie auch. Nee, hier geht sie aus tatsächlich. Ah! Warum? Was? Das ist doch beim ersten Mal nicht passiert. Ach so, weil sie nur eine Hand hatte, weil sie die Fackel hält? Oder was? Keine Ahnung, vielleicht hast du doch einfach nicht so gut getroffen. Wie beim ersten Mal. Ausgeschlossen. Ja, wahrscheinlich. Nee, tatsächlich. Jetzt bin ich hier gelandet, ohne mich festhalten zu müssen. Scheint einen Unterschied zu machen. Okay, so. Ich gucke trotzdem nebenbei mal wieder auf die Karte. Ich habe ja auch noch gar keine eingesammelt, ne? Sonst würde man ja. Nee. Hä? Müsste hier nicht irgendwo Karte stehen? Auf der rechten Seite? Hieß es nicht Habe ich auch Schatzkarte oder gerade sowas? überlegt, ja. Steht da nicht, ne? Nee, vielleicht Komisch. kriegt man diesen Anzeiger erst, wenn man eine gefunden hat. Wer weiß. Ja, stimmt. Aber ansonsten könnten sie ja auch 0 von 1 oder so draus machen. Eigentlich schon. Also wenn ich jetzt hier hingehe. Schatzkarte 1 von 1. Da müsste vorher 0 von 1 stehen. Sehr komisch. Aber hier gleich nochmal gucken, denn. Ach so, ich kann es jetzt nicht markieren, weil da gehe ich jetzt aber mal schnell hin. Nein, gehe ich nicht schnell hin. Ich muss ja erstmal zu meinem Feuerchen. Beziehungsweise zu meinem Dingens da. Gehe ich jetzt doch nochmal zurück. Mal los. Soll ich einen Körper machen? Wenn du es überlebst. Ich glaube nicht. Schellenstein. Ah! Ich möchte aber so schnell wie möglich hier runter. Also das wird es ja wohl schaffen. Oh! Ach, das war da, wo wir ihn hingeschleppt hatten, den Roth war das, ne? Jetzt. Genau. Gut, dann reisen wir mal schnell einen zurück. Und zwar, das ist dann hier. Da muss der Zuschauer dann durch, dass zum Anfang so mancher Folge ein bisschen was aufgearbeitet wird. Ja. So kommst du wirklich noch über meine Folgen. Du hast doch auch gesagt, du wolltest 100% machen. Ja, ich habe die ganzen Geocache immer außerhalb der Aufnahme gesammelt, weil Ach das ist so. halt ablaufen, einsammeln. Das war jetzt nicht so spannend, fand ich. Ist jetzt auch nur noch der eine hier. Genau.
Was? Da unten war ich doch. Moment. Ach ja, diese Blumen, die geben XP. Ganze 10. Ja, immerhin. Manchmal finde ich es ja schon geizig. So, nee, das ist ja doch da oben. Oder auch nicht. Hä? Da ging's rum. Aha. Ah, okay. Ach, hier gab's auch nur 2. Na, siehst du, jetzt fühle ich mich doch gleich besser. So. Das ist doch gut. Ich trau mich wieder nicht. Am Ende geht noch was kaputt an der guten Lara. Ich freue mich schon auf die Flussszene. Das wird lustig mit dir. Kann ich mich doch wieder nur blamieren, wenn ich das schon so höre. Das wird schön. So. Hier den aktuellen Punkt. Muss ich da Rafting machen oder was? Rechts, links, rechts, links? Nein, musst du nicht. Huch. Das hörte sich gerade an wie so ein Donner, aber der hörte abrupt auf. So, jetzt sind wir wieder hier. Da hat er sich das anders überlegt. Der Donner, ja. Der war sich noch nicht sicher. So, ach so, siehst du, und ich habe auch bisher nur eine von diesen Figuren angezündet. Die sind aber eigentlich nicht zu übersehen. Nee, ich sag dir, das ist echt groß. Ja. Bin ich denn beim ersten Mal? Hier bin ich hoch. So. Blöd, dass ich hier nicht von unten hoch kann. Überall dieser Zaun. Ach doch, da ist er nicht. Ah! Ja, ich dachte, es würde vielleicht gehen. Nee. Nee. Nix ist. Dann eben wieder übers Flugzeug. Ups. Du kannst hier einfach immer... Oh! Festhalten. Du kannst hier einfach immer den Donner denken, wenn es geblitzt hat, ne? Ja, immer wenn es blitzt, dann habe ich einen kleinen Freeze. Ach so. Mit dem Bild. Schade auch. Ich wollte jetzt gerade noch vorschlagen, nimmst dir zu Hause so ein Wellblech und machst den Donner selber. Genau. Hast du... Die Original-Experience hier. Yeah. So. Gut. Schätze ich mal. Oh, oh, nein, 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 nein. Okay, ich ahne was. Wobei, sobald ich die Mitte passiert habe, schwingt das runter. Das ist ja nicht träge in seiner Bewegung. Da muss ich dann wohl einen mutigen Sprung machen. Oh. Nett. Ist es da unten? Ist eigentlich eine Abkürzung geworden, ne? Ja, aber warum? Dass ich beim zweiten Mal, wenn ich von unten komme, vielleicht schneller hochkomme. Ach so, ja, schon. Da muss ich hier unten auch nicht mehr den Sprung machen. Um das da reinzukommen. Wollt's ja nur mal verstehen. So. Okay. War da alles? Ich schon. Das Radio ist da drin. Ach ja, da war ja noch was mit Wolfsrudel. Da soll ich mich jetzt reintrauen. Irgendwas macht hier ein Geräusch. Hört sich an wie... Was Elektronisches. Nee, was Elektronisches. So burp, burp, burp. Ah, ja. Interessant. Tja. Der Überlebensinstinkt führt mich da rein. Aber natürlich gucke ich erstmal hier.
Oh. Natürlich. Oh. Oh. Interessant. Da gehe ich gleich auch noch rein. Ich würde mal sagen, da gehe ich sofort rein. Hier ist jetzt... Oh, oh, oh. Da ist auch noch was. Verdammt. Ach, nee, sag nicht. Da kommt so ein Gekraxel, ne? Ja, das kommt noch. Da musst du mir, okay, bitte sagen. Also ich kann es noch nicht. Okay. Nein, noch nicht. Das ist mit dem Haken oder vielleicht kriege ich einen zweiten Haken oder so, weiß ich nicht. Was ich dann da so, ja. Okay. Na, dann gehe ich jetzt da rein. Die Pfeile zeigen ja auch schon, oh, da ist was. Freundlich in die Richtung. Ein Geocache. War das alles? Nein. Ja, hier ist aber auch so eine Geschichte, ne? Mhm. Dann geht das also jetzt noch nicht. Nee. Musst du dir auch merken. Unzugängliches Grab. Kletterausrüstung zum Betreten erforderlich. Hey, die Schrift ist mir von ganz alleine aufgefallen. Guck mal an. So. Okay, also wieder was zum Merken. Wenn vielleicht meine Sekretärin da freundlicherweise ein Memo machen würde. Check. So, ich nehme jetzt mal lieber die Knarre. Weil ich mit dem Bogen lange ausgeholt habe oder so. Los geht's. Ach so. Oh, hier haben es schon ein paar andere nicht überlebt. Oh je. Oh, ich kann gar nicht zielen. Muss mich hier ducken. Ah. Oh. Da kullert ein Brustkorb. Das stimmt mich irgendwie nicht ruhig. Der ist da reingelaufen gerade. Greift er mich jetzt von hinten an? Ah, dieses Geräusch wird lauter. Das wird hier garantiert gleich thematisiert. Ah. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Oh Gott, ist das hier ein... Das ist ja wie im Horrorspiel. Ich will nur den Rucksack, hat sie gesagt. Das Überlebenskit. Ein Fähigkeitspunkt. Okay. Jetzt sehr schön. Okay. Die lassen mich hier bestimmt nicht einfach so raus. So, hier wäre übrigens der... Warum geht er denn jetzt nicht? Der Schulterwechsel. Der hier auf der Tasse liegt, so. Genau. Wo du mir noch meintest, zu mir meintest, der könnte wichtig sein. So. Der wird auf jeden Fall noch wichtig. Ich würde ja gern die Renntaste benutzen. Wieder die Taste zu spät gedrückt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich will nur sämtliche Todesanimationen gerne zeigen. Mhm. Das sehe ich ein. Das ist mein Ziel, ja. Was? Hab ich doch gemacht. Ja, noch mehrmals. Aha. Das war eine völlig neue Todesanimation. Die mussten wir auch noch mitnehmen. Klar. Nein, zu früh. Zu früh darf man hier also auch nicht kommen. Toll. Mann! Sagt man so, ja. So, jetzt P mehrmals auch. Oh mein Gott. So. Immer jib ihm. Hier noch was holen, jawoll.
nochmal 20. Ich will auch unbedingt meinen Fähigkeitspunkt einsetzen jetzt. Ja, das hast du dir verdient. Eigentlich hätte ich einen Unfähigkeitspunkt verdient. Oh. Aber gut. So. Aber wie cool das wirkt, wenn man gleichzeitig den Doom-Soundtrack hört. Den Doom-Soundtrack? Ja. Ja. Stimmt, irgendwas musst du dir ja auf die Ohren machen. Mann, wo bin ich denn vorhin runter? Da traue ich mich nicht. Fein. Geht's da durch oder war da eine Sperre? Hier unten ist ja zu, würde ich sagen. Ah, okay, ist alles, ja. Gut. Alles zu, ja. Da kommst du dann auch später erst durch. Später! Später, später, immer später. Morgen nur nicht heute, ne? Sag ich nur. Ja. Oh je. Oh ne, bitte, ey. Ich kann gerade die Kamera nicht so gut drehen. Ach, ich mach's einfach. Ach so. Ah. Ah. Oh. Okay, dann gehe ich jetzt mal darüber. Ups. Das geht doch. Endlich unten. Und endlich wieder ein Fähigkeitspunkt. Oh. Gut. Flicken wir dich zusammen. Solche Sachen. In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Hör zu. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann jetzt mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Haha. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand ausprobieren. Das werden wir gleich mal machen. Warum ist denn hier alles grau? Hat der mir automatisch den Instinkt? Ach so. Ja, da oben muss ich hin. Ach, was heißt da oben muss ich hin? Gibt's ja etliche von denen. Mein Fähigkeitspunkt. Moment. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Okay. Es ist klar, dass hier Menschen leben.
Und sie sind organisiert. Was war? Sie redet. Und rekrutieren. Oh. Aber warum? Es ist wie so eine Art Kult. Aber was für ein Kult? Was wollen sie? Wonach suchen sie? Ich dachte, sie hört mal auf zu reden. Jetzt hat sie aufgehört. So. Jetzt haben wir... Moment mal. Haben wir hier schon... Achso, dafür hatte ich mich entschieden. Genau. Aber wenn ich zurückgehe... Es gab doch beim... Genau, beim Jäger gab es nur die beiden bisher. Und da konnte ich nichts mehr machen. Also gucke ich beim Überleben. Und ich glaube... Mich hat die beiden am meisten interessiert, weil die bringen Bergungsgut. Achso, das war mit den Tierkadavern. Hm. Genau. Was war denn hier noch gleich? Zusätzliche Belohnungen bei Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Tiere und Nahrungs... Boah, nee, eigentlich nicht. Ach, ich bin nach wie vor hierfür. Manchmal gibt es ja auch Kadaver. Ich muss ja jetzt die Wölfe töten. Da hätte ich dann auch mehr bekommen. Genau. Oder da hätte ich überhaupt was bekommen, ne? Da bekomm Hast ich du nicht sogar was bekommen? Kriege ich da nur Experience oder kriege ich da auch Bergungsgut bisher? Das weiß ich gar nicht. Bin mir dann nicht so sicher. Ich nehme das auf jeden Fall. Spätestens jetzt kriege ich Bergungsgut. Genau. Okay, das ist das. Und jetzt soll ich klettern. Da mal los. Ach so, sie hat wieder so einen Tagebucheintrag gemacht. Genau, 3 von 10. Immerhin. Warte mal. Ach, gucke mal, sogar dieses hier ist schon zum Klettern. So. Okay. Einmal angehakt, dann geht's weiter. Ich zumindest nichts extra drücken bisher. Ich hätte echt gedacht, sie braucht 2 von diesen Äxten, aber sie hat einfach nur eine verbesserte Version. Das passt schon so mit einer. Oh. So, und es gab nämlich auch hier was. Oder habe ich es mir eingebildet? Moment mal. Ne, hier war ich ja schon, aber hier war ich noch nicht. So. Allerdings komme ich deshalb da immer noch nicht rüber. Das ist nur der schnellere Weg, hier hochzukommen. Hm. So, wo war denn... Ich muss tatsächlich dahin. Okay. Ja. Ah, da hat man mir sogar eine Zeitlupe spendiert. Schön. Ein. Oh. Geheimes Grab in der Nähe? Hm, da war ja noch was. Achso, das ist jetzt gar nicht meine Aufgabe. Das ist das, was ich schon gesehen hatte. Ja, dann mache ich das natürlich jetzt. Na, aber sicher doch. Sehr gut. Ja. So. Gucken wir mal. Finster hier. Hier sind wir die Menschenfresser. Aha, hier gibt es 2 Richtungen runter. Ist aber sehr schön gemacht. Nee, okay, war das die andere Richtung? Läuft aufs Gleiche raus. Okay. Muss man ja alles rausfinden. Hm, klar. So. Eine Feuerstelle. Na? Na? Ach so, das ist schon gleich wieder ein Lager. Okay, gehe ich aber mal wieder raus. In jedem Grab gibt's 1. Ah ja. Siehst du, das habe ich dich jetzt gar nicht gefragt. Wir waren doch bei dem... Doch, habe ich gefragt. Nee, vergiss es, habe ich gefragt.
Okay. Wir kriegen das bei dem anderen Lager noch nicht, bei dem anderen Grab noch nicht auf. Das hattest du mir beantwortet. Ja. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Aha. Das war hoffentlich nicht zu früh. Aber ich glaube, diesmal muss ich nichts reinmachen, sondern einfach nur dran rumklettern. Schätze ich mal so. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Ich hangel mich da mal lang. Oh, oh, ach so. Ah, da war was zum Anzünden. Hm. Gut, also hier unten will ich wahrscheinlich nicht sein. Knobel, Knobel. Grübel, Tüftel und Studier, ja. Ja. So. Moment mal, jetzt ist das wieder... Ist das ja wieder hier oben. Das überfordert mich doch schon wieder. Also eine Fackel kann ich hier nicht reinbringen. Gerade. Kommt da was rein? Da oben gibt's Feuer. Hm. Da drüben auch. Das ist richtig. Aber Moment mal, jetzt ist es ja wieder so, dass ich rauf kann. Vielleicht muss ich einfach erstmal... Ja. Ah, okay. Muss sein. So, ups. Länger. So, jetzt sind die oben geblieben. Jetzt kann ich mich raufstellen. Das hier abfackeln. Dann ist die ganze Geschichte leichter. Und führt mich danach ganz nach oben. Wahrscheinlich jetzt noch nicht, wo ich raufstehe. Obwohl, eigentlich schon. Muss ja funktionieren, wenn ich draufstehe. Ah, nee. Funktioniert nicht. Sag nichts, Kim. Ich komme noch selber drauf. Okay. Ich unterbreche mich hier selber dreimal. Nein, ich werde jetzt... Oh, doch. Es tut sich was. Aber nur bis da. Genau. Jetzt muss ich nämlich... Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich fürchte, ich muss schnell sein. Verdammt! Bin ich eigentlich hier hoch? Oder hier? Tolle Wurst. So. Jetzt müsste ich irgendwie oben sein. Hm. Moment mal, oder komme ich da einfach... Kann ich jetzt da hochklettern? Ja, tatsächlich, okay. Das ist das beste Zeichen, mir zu zeigen, dass entweder es schon langweilig wird und man sich ablenken muss, oder dass das hier beste Kinounterhaltung ist. Hoppla. Wenn ich so nicht sagen darf, dann esse ich wenigstens was. Das war ja nicht so. Das darfst du immer sagen. Warte mal. Auch so. Du darfst was sagen. Es war nur, weil ich vorhin mich selber dreimal korrigiert habe. Ich weiß, alles gut. Und ich mir schon so gedacht hatte, vielleicht möchte sie ja auch mal was sagen. Ey, warum geht das nicht? Da ist jetzt hingesprungen wie Spider-Man gerade. Hab ich gesehen. Ups. Also... Was mache ich falsch? Kann ich hier noch höher? Muss ich hier rüberspringen? Wie müsste das gehen? Ja, irgendwie... Weiß nicht, was ich da jetzt... Ah, oh, okay. Vielleicht habe ich nicht lang genug gehalten, die Taste oder so, dass sie dann schon wieder einen Rückzieher gemacht hat. Möglich. So, ist das überhaupt... Das ist gar kein Feuer zum Anzünden, okay. So, hier kann man dann wieder zurückrutschen... Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. So, jetzt achte ich mal genau drauf, was es alles bringt.
Oh, 1250. Oh, und 250 Berg. Und ein Fähigkeit. Ah, ne, den Fähigkeitspunkt habe ich bekommen, weil ich aufgelevelt habe, wahrscheinlich. Wow. Und die Karte. Und die Karte. Sehr schön. Was ich damit genau mache, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Mensch, die Zeit schon wieder um. Schon wieder um, ja. Also, bis dahin. Tschüss. Ciao.